Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Robotrek. Und heute gibt es bestimmt wieder geile Sachen mit Robotern. Wie sieht's aus, Doktor? Ein gutes Gehalt, einige Zuschüsse und Gesundheitsversorgung. Es ändert sich nie. Ihr Hacker seid alle gleich. Was für ein böser Haufen. Das ist es, was du sagst. Aber böse ist gut. Böse ist die Arbeit. Für unsere Zukunft brauchen wir großartige Erfinder mit der Art von Kraft wie deiner. Ich schätze euer Interesse, aber ich kann meine Erfindungen nicht für Böses benutzen. Ich werde dir meine neueste Erfindung zeigen. Möchtest du wissen, was es ist? Oh, eine Trompete. Ich erinnere mich. In der Highschool war ich in einer Band. Es ist nicht nur eine Trompete. Man benutzt sie so. Okay, er hat ihm irgendwie den Kopf vom Kopf oder vom Hals gerissen und wieder draufgepackt. Interessant. Ja. Oh, ich habe sogar was gefunden. Ja, ihr wisst ja, neue Bereiche immer erstmal suchen. Oh, wir haben gelernt, wie man Stiefel 1 macht. Aber Level 15 ist immer noch zu schwer. Schon wieder Werbung. Schande über euch für so viel Werbung. Hallo Katze. Oh, hier kann man auch Roboter bauen. Gucken wir doch gleich mal rein. Weil ich glaube, so ein paar Sachen haben wir ja eigentlich noch gar nicht gemacht. Den neuen Roboter wollen wir jetzt nicht. Recyceln will ich eigentlich auch nichts. Kombinieren auch nicht unbedingt. Okay. Er muss nicht gewartet werden. Programmiert haben wir schon. Okay, vielleicht kombinieren wir doch einfach mal was. Kann man das? Nee, kann man nicht. Ich glaube, den oder das Funkgerät können wir sowieso nicht kombinieren. Okay, zweimal Cure gibt Clean und zweimal Clean ergibt Cure. Das ist irgendwie nicht so cool. Und Repair klingt auch eher nach einem Regenerations-Item. Das finde ich gerade nicht so toll. Also weg hier. Blöde Zwerge. Reden wir mal mit unserem Vater. Oh, Luni! Wow, ein Roboter! Du musst ihn auch benutzen. Wenn du den Status und seine Fähigkeiten mit der Erfindungsmaschine einstellst, kannst du den Roboter stärker machen. Was, er? Er ist in letzter Zeit hier in der Gegend gewesen. Ein Hackersoldat. Er spioniert. Erfindungen haben eine Bedeutung, wenn sie hilfreich sind. Sie für etwas Böses zu benutzen, kommt gar nicht in Frage. Du kannst das hier haben. Ein Überraschungshorn oder ein... Ja, ein Überraschungshorn. Es ist wirklich laut. Es wird sehr hilfreich sein. Okay, nehmen wir das direkt mal mit. Ja. Das war's. Während du hier bist, möchtest du, dass ich dir etwas über meine Erfindung erzähle? Ja, klar. Erfindung. Um etwas zu erfinden, ist Inspiration benötigt. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Zuerst einmal lesen. Du hast die, ja, die Bücher haben wir schon gesehen. Ja, fast alle sind schwer zu verstehen. Okay, und man soll mit allen Leuten reden, alles angucken. Okay. Ja, ich glaube, das ist hier so ein Tutorial. Ich glaube, das gucke ich mir mal offscreen an. Das dauert hier zu lange. Wir wollen Action sehen. Da wir gerade in der Nähe sind, lass uns das Grab deiner Vorfahren besuchen. Hey, Kind, warte! Hey, Kind, du bist der Sohn vom Dr. Akiharaba. Komm mit mir mit. Der Hackerboss hat gesagt, ich soll dich als Geisel mitnehmen, wenn der Doktor nicht kooperiert. Oha, er greift mich direkt an. Aber der Bob wird das garantiert richten. Ah, ich will eigentlich das Item da haben. Kann ich das haben? Oh, die Zeit ist vorbei. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Was irgendwie für Items? Nein, ich will nicht fliehen. Ah, dann kommt halt der Hacker. So, jetzt können wir doch bestimmt irgendwelche coolen Fähigkeiten benutzen. Hatten wir nicht irgendwie Spezialsachen eingestellt? Na, abwehren war jetzt wohl keine tolle Idee. Dann... Okay, mit der R-Taste hat irgendwas funktioniert. Und wir bekommen 0,2 Max an Daten, was auch immer uns das bringen mag. Aber immerhin haben wir gekämpft. Oh, großartig, beim Kind besiegt. Was will ich den Leuten erzählen? Ich werde das nie überleben. Oder so. Ja, da ja nicht wirklich irgendwas Großes passiert ist, können wir ja nochmal zum Grab gehen. Und wir erzählen dem Stein nochmal alles, was passiert ist. Okay, das war wohl nicht die Lösung des Problems. Hast du noch was zu erzählen? Was ist das Problem, Luni? Was? Ein Hackersoldat? Hat er... Ich bin froh, dass du sicher bist. Nagisa macht sich Sorgen, wenn du spät bist. Geh zurück zu Rokoko. Okay, das ist wohl unser nächster Plan. Ah, okay, dann sagt er wohl standardmäßig, dass man immer das Grab der Verwandten besuchen soll. Kann man ja gleich nochmal alles erzählen. Frag mich, ob da noch irgendwas passiert, so von wegen, wenn du 150 Mal das Grab ansprichst, passiert irgendwas. Gibt's ja in manchen Spielen. Und bevor ich ins Dorf gehe, gucke ich ganz kurz auf die Uhr. Wir haben noch Zeit. Wie auch immer, es wird eine Menge Ärger bedeuten. Aber für die Leben der Kinder... Bitte hilf uns. Aber sei vorsichtig, es ist sehr gefährlich beim Fluss. Nun, lass uns gehen. Okay, von den Kindern hatten wir ja gehört, dass sie irgendwie auf einen Abenteuer gehen wollten, ne? Was? Was passiert? Die Kinder sind zum Fluss gegangen. Dort sind Erdrutsche und Hacker rennen da auch noch rum. Ich gehe raus, um die zu bekommen. Ah, endlich. Tja, was machen wir? Gehen wir nach Hause oder gehen wir zu den Kindern? Wir können auch kurz nach Hause gehen. Sagst du noch was? Okay, dann speichern wir einfach mal. So besorgt siehst du ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt enttäuscht sein soll. Aber scheinbar ist jetzt der Weg zum Fluss frei. Ja, da unten. Aber brauchen wir vorher noch Heilung? Ach Quatsch. Rein da! Oha, Hackermonster rennen hier rum. Wenn man nicht gerade hier rein muss, sollte man draußen bleiben. Den Apfel kann man scheinbar nicht aufheben.
Genau nicht. Und das ist ein Hackermonster. Schätze ich mal. Frag mich ja, was hier mit diesen Bällen auf sich hat. Ah, das hat es. Und jetzt weiß ich auch, wie man Fähigkeiten benutzt. Aber dann steht man ziemlich lange da. Ja, schlag nochmal zu. Immer von hinten. Aber ich glaube, der Bob Bash kann richtig reinhauen. Das probieren wir gleich hier am Gegner. Jetzt können wir uns wieder bewegen. Ah, ja. Oha. Ja, das nenne ich mal ziemlich geil. Der Bob hat's richtig raus. Machen wir gleich nochmal so ein Ding. So, und hier müssen wir ja jetzt irgendwie nur hingehen und... Ah, so geht das. Oh, gibt sogar einen Schaden. Aber der ist auch schon wieder hinüber. Oha, oha. Ah, an die Dinger komme ich doch nie ran. Hey, Penner. Was soll der Scheiß? Was sollte das denn? Ich konnte die Dinger gar nicht mitnehmen. Geil, gibt's erstmal einen Bob-Bash und alles wieder in Ordnung. Und hier bekommen wir 150 GP. Gar nicht schlecht. Denke ich mal. Und dann nehmen wir den hier noch mit. Zumindest die Bilder dürfen wir jetzt mitbekommen. Warum bekommen wir dafür Schaden, frage ich mich. Die hauen schon alle gut rein. Aber es ist schon praktisch, so einen Roboter zu haben, den man immer vorschicken kann. Der hier die ganze Arbeit für uns erledigt. Der auch mal für uns einfach einkassiert. Aber ich merke, man muss hier schon sehr lange warten. Aber dann teilt der Bob richtig aus. Aber wenn das so weitergeht, ist er bald hinüber. Das wäre ja ziemlich nicht so toll. Wahrscheinlich müssen wir dem hier bald nochmal coole Sachen bauen. Ach komm, wir kämpfen auch noch. Das sind die Penner. Das ist ja mal... Ach, jetzt sehe ich das erst. Das sind Minen. Kein Wunder, dass ich eben immer Schaden bekommen habe, wenn ich dagegen geklopft habe. Wie blöd, dass ich gegen die Minen hau. Aber jetzt wird nochmal richtig ausgeteilt. Jetzt probiere ich mal hier andere Sachen. Oh, er kann schießen. Schlagen kann er, glaube ich, auch. Und an der Stelle ist es, glaube ich, ziemlich blöd, wenn ich jetzt weitergehen müsste. Denn der Bob ist schon ziemlich mitgenommen. Dann gehen wir ihn doch kurz reparieren. Und ich glaube... Ja, das nehme ich jetzt noch kurz in diese Folge mit rein. Es wird ja hier bestimmt bei der Wartung gehen. Und dann wäre es ziemlich gut, wenn ihr mir bis zur nächsten Folge nochmal schreiben könntet, wo ich denn in der letzten Folge das Buch Level 2 gesehen habe, also diesen Erfinderfreund. So, auf 24 GP, das geht doch. Jo. Und ich glaube, dann ist unsere Zeit leider auch schon um. Ich kann ja nochmal kurz nachgucken. Ja, die Zeit ist um. Ich stelle mich jetzt hier vorne nochmal hin. Ich rede nicht mehr mit unserem Grab. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und dann dringen wir tiefer in diesen Wald vor und kommen wahrscheinlich auch zum Fluss. Also bis zum nächsten Mal.